Ja, hallo zusammen. Heute machen wir einen Garnelenburger. Ja, viel brauchen wir dazu nicht. Burgerbrötchen, Zwiebel, Knoblauch, hier ein bisschen Sprossen. Dann habe ich hier eine Avocado-Knoblauch-Mayonnaise, habe ich vor 1,5 Monaten gemacht in einem Video zum Backfisch. Verlinke ich euch, wenn ihr genau die Soße haben möchtet, macht die nach. Das ist genau die gleiche. Tomaten, ein Esslöffel Maisstärke. Dann habe ich hier gepulte Garnelen. Garnelenfleisch wichtig, ungekocht, also noch roh, weil sonst ist das Eiweiß schon gerungen und dann ja, kriegen wir keine vernünftige Frikadelle raus. Dann Salz, Pfeffer, etwas Sojasauce. Dann habe ich hier Seitan, Algen eingelegt, Zucker, das sind fertig mariniert, schmecken richtig gut, haben richtig gute Farbe. Und ja, was wir jetzt machen müssen, paar Garnelen, so ein Drittel ungefähr, schneide ich in etwas größere Stücke. Und die kommen in eine Schüssel. Ja, vielleicht noch eine. Also wirklich nicht zu fein. Und den Rest entweder durch Fleischwolf mit dem Mixer, aber ja. Dafür ist die Menge zu klein. Einfach klein hacken. Wirklich zu einem Brett. Funktioniert eigentlich sehr gut mit einem Messer. Was wie ich jetzt schon dazu gebe, ist den Knoblauch. Die Zwiebel werde ich ein bisschen gröber schneiden, also in Würfel. Aber der Knoblauch kann mitgehackt werden. Man sieht schon, die Struktur verändert sich. Das zieht ein bisschen Fäden. Aber er sollte noch möglichst feiner werden, weil sonst hält unsere, sage ich mal, Fisch, Frikadelle, Patty, Garnelen meine ich, nicht so, wie es halten sollte. Ja, schaut euch das mal an. Es ging relativ von ein paar Minuten. Also das Fleisch ist hier richtig, Garnelenfleisch richtig zart. Ja, sieht wie Hackfleisch, wie Brett aus. Perfekt, was ich jetzt noch mache, Zwiebeln reinschneiden. Auf dem gleichen Brett, ja. Weil das kommt sowieso da rein. Aber das schneide ich einfach in Würfel. So, jetzt muss das Ganze noch natürlich gewürzt werden. Da kommt wirklich ein Schlückchen Sojasauce. Dann natürlich Salz und Pfeffer. So, was ich jetzt noch mache, zur Sicherheit jetzt etwas Stärke. Ja, Mehl würde auch gehen, aber das hat schon ein bisschen andere Konsistenz, ist ein bisschen feiner die Stärke. Und das, ja, bindet zusätzlich, wenn wir das gleich braten werden, wird fest und ja, verhindert, dass die Bolette hier auseinanderfällt, weil wir haben hier schon größere, gröbere Stücke und nicht zu viel Feinbrät. Aber ich bin guter Dinge. Das fühlt sich schon sehr, sehr gut an. Ich werde das jetzt noch pressen und das kommt für gewisse Zeit in den Kühlschrank, also Froster. Ja, Burgerpresse kommt die Hälfte da rein. Ich mache hier ein bisschen Klarsichtfolie, kriegt man. Ja, die Masse ist schon ein bisschen weicher als so Hackfleisch vom Rind. Die Hälfte ungefähr oder genau die Hälfte. Deswegen hilft uns das ein bisschen, das da wieder rauszukriegen. Das Ganze wird jetzt einfach zusammengepresst und raus damit. Fühlt sich schon nicht schlecht an. Also man könnte das jetzt nicht auf einen Grillrost legen, das würde wahrscheinlich auseinanderfallen. Aber auf so ein, in einer Pfanne oder Grillplatte würde das auf jeden Fall was. Ja, Leute, Grillplatte ist an, heiß. Hier sind unsere Patties, sage ich mal. Die sind gleich eingefroren, schon ein bisschen besser zu händen, fallen nicht auseinander, das ist schon mal gut. Jetzt werden die
scharf angebraten. Nicht allzu sehr da irgendwie rumfuchteln, wirklich lasst ihr ein bisschen anbraten, umdrehen, andere Seite 3 Minuten oder 4. Dann werden wir die Brötchen unten noch antosten und ja, fertig. So, die Zeit ist gekommen, die einmal zu wenden. Ja, fühlt sich schon nicht schlecht an. Ah, schaut euch das an, kein Ei, gar nichts drin. Und wir haben da noch tolle große Stücke. Die Form ist auch perfekt. Also hier mache ich die Brötchen ein bisschen antoasten und dann sehen wir uns zum Zusammenbauen drinnen. So, hier sind unsere Burgerbrötchen und hier sind unsere, also die sehen wirklich sehr gut aus. Also besser als ich gedacht habe. Ich dachte, die fallen schon etwas auseinander. Und hier kommt auf den Oberdeckel, genau wie die Unterseite, unsere Soße, Mayonnaise, Avocado. Jetzt kommt auf die Unterseite statt Salat unser Algensalat. Der ist wirklich verdammt lecker. Und lässt sich wunderbar hier verteilen. Oben drauf unsere Patties und die riechen richtig gut. Gehen gar nicht mal so auf oder ja, ziehen sich so zusammen, wie man das vielleicht vom Rindfleisch kennt oder normalen Fleisch. Hier oben drauf dachte ich ein paar Sprossen für die Optik. Und oben drauf einfach ein paar Tomaten. Ich würde sagen, schneiden wir einfach 1 cm durch, um das Patty zu sehen, wie kompakt das ist oder auch nicht. Und ja, ich finde, es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Also alles schön kompakt. Und ja, Leute, der Wahnsinn. Also man hat das Gefühl, man hat eine riesen Garnele. Man sieht hier, diese groben Stücke sind zu sehen und zwischendurch das Brät. Und das ist kein Mehl, das ist kein Ei. Okay, ein bisschen Stärke, aber das ist auch Garnelenfleisch. Man könnte jetzt weißes Fischfleisch nehmen, so ein bisschen fein machen und dann grobe Garnelenstücke drunter mischen. Aber wir haben hier pures Garnelenfleisch und das hat richtig gut funktioniert. Mit der Knoblauch, Avocado richtig gut. Mit diesen Algen, so süß-sauer. Also zusammen Knoblauch, süßlich, pikante Garnelen, hier mit Knoblauch auch versehen, ein bisschen Tomate. Es ist ein perfekter Burger. Also wirklich, der ist richtig gut geworden. Ich wollte mal ausprobieren, hier mit dem Fleisch, Garnelenfleisch. Hat richtig gut funktioniert. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.